Hallo und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play OMSI. Heute wieder mit dem Busbetriebssimulator. Und ja, in der letzten Folge haben wir unser Unternehmen eingerichtet, Name vergeben und so weiter. Gab auch schon ein bisschen Response dazu von TV Gaming. Ich hoffe vielleicht, dass der eine oder andere noch dazu stößt, beziehungsweise überhaupt jemand hier noch mit dabei, mit zu uns steht. Aktuell ist es so, dass wir jetzt gerade die erste Fahrt machen und erstmal die Genehmigung brauchen. Das heißt, wir brauchen immer für jede Karte, muss man eine gewisse Prüfung ablegen, und auch für jeden Bus. Hat man die einmal inne, braucht man da nichts mehr beachten. Es ist aktuell noch ein bisschen eingeschränkt. Die Folge habe ich am 15.12. aufgenommen und 19.37 Uhr, wie ihr seht. Auch die nächsten Videos, die kommen, werden alle vom 15.12. sein. Da ich mal wieder unterwegs bin, Weihnachtszeit, Familienzeit und so weiter. Und werde nochmal gucken, vielleicht noch die eine oder andere Folge oder das ein oder andere zu erspielen. So. Jetzt haben wir eine Schicht ausgewählt und jetzt gehen wir zu unserem Bus und können dann gleich starten. So, da steht er auch schon. HHVG 1001. Mit E können wir den HH-Schnellbus auswählen. Im Concon Repaint, Tank 50%. Um den Bus zu tanken, muss man den immer in den in die Werkstatt schieben. Und ja, hier nochmal 300 Euro kostet die Prüfungsfahrt, mindestens 62% und so weiter. Wir fahren Hafen City Hamburg, Linie 6, von U-Bahnhof Feldstraße nach Borweg. Fahrzeit circa 35 Minuten. Wichtig dabei, dass ihr die richtige Datei auswählt, also Hamburg Hafen City. Gucken wir nochmal. Hier kann man dann noch verschiedene andere Sachen auswählen. Ich weiß gar nicht, kann man hier kein reales Wetter auswählen oder so? Mal gucken. Okay. So. 6 Feldstraße. Hoffdatei auswählen. Und ja, Repaint könnte man auch noch einstellen, aber lassen wir einfach so. Unsichtbare Sitzer, Blitzer könnte man ausstellen. Wir lassen die mal an und starten das Ganze jetzt. OMSI wird jetzt automatisiert gestartet. Überprüft nochmal die Maps auf Fehler. Kann bis zu 90 Sekunden dauern. Könnt ihr selber lesen. Und dann startet das Ganze. Sieht dann so aus. Da baut sich links schon die Minimap, beziehungsweise der Chat wird auch mit übernommen. Den kann man dann auch ausblenden und dann einfach auf Start drücken. Und dann wird die Situation soweit übernommen. So, die Minimap kommt. Das heißt, zeigt uns an, wo wir langfahren müssen. So. Lade, lade, lade. Ja, dauert mal wieder ewig. Ich glaube, ich habe auch vergessen, nach dem Update, gab ja ein neues Update für OMSI, den 4 GB Patch erneut zu installieren.
Ah, oben nochmal die Einblendung mit GeForce, das muss ich auch mal ausschalten. Ja, jetzt lädt er quasi alles. So. Stellen Sie den Fahrplan ein. Umlauf. Alles steht mit dabei. Erstmal Fahrplan auswählen. Und dann machen wir den Bus soweit startklar. Linie 6, 66140. Jetzt kommen wir ein bisschen runter. Und da war auch schon unsere Abfahrt um 19:48 Uhr. Von der Feldstraße nach Borwig, Linie 6 Hamburg Hafen City. So. Das haben wir jetzt soweit eingerichtet. Jetzt müssen wir gleich mal gucken, wie wir das hier an dem Bus einrichten. Bin schon längere Zeit mit dem Bus nicht mehr gefahren. Und gucken wir mal. Jetzt mal Licht an. Keine Spiegeltexturen. Muss ich nachher mal in den Einstellungen gucken. So, Fahrgastlicht. Jo, haben wir auch an. Concon, Elektronik, Hamburger Straße 132. Irgendwie hat er, glaube ich, mein Lenkrad nicht übernommen. Habe schon längere Zeit kein Spiel mehr über den Busbetriebssimulator gestartet, beziehungsweise habe das ja hier letztens alles neu gemacht. Muss mal kurz gucken, hier ein paar Einstellungen. Sorry, dass ich das jetzt mal live machen muss. Aber irgendwie will der gerade nicht so, wie ich will. Mal gucken. Ne, tut sich nix. Komisch alles. So, richten wir erstmal hier unser Dashboard ein, unsere Eingabe. Wo gebe ich den Kram denn nochmal ein? Gute Frage. Eine Ibis gibt es hier nicht. Sorry für die Ruckler. Wie gesagt, 4 GB Patch vergessen. Und so, Modul einstecken. Ja, erstmal Linie suchen. Wo gebe ich denn jetzt die? Den Linienfahrtweg ein. Wo war das denn nochmal? Mal gucken hier. Menü. Ibiscodes. Dienstplan. Haben noch ein bisschen Zeit. Da, Linienkurs und Weg. Zack, Umlaufnummer. Da können wir dann die 66140 reinsetzen. Oder eben halt die 109 und dann die Route. Ne? 006, 100, sorry. Dann die Route. Ja, bestätigen. Jo. So, dann sind wir soweit fertig. Ich glaube, die Zeitanzeige funktioniert oben irgendwie nicht. Warum auch immer. Kann vielleicht die mit der neuen Linie zusammenhängen. So. Fahrplan haben wir soweit eingestellt. Naja, ruckel gerade, ruckel, ruckel, zuckel. Bohrweg passt, auch wenn die Matrix-Anzeige nicht die beste ist, aber scheint wohl irgendwie ein Fehler zu sein. Liegt vielleicht auch in der Hauptdatei. Wie gesagt, so, da können wir das schließen. Und können den Bus soweit startklar machen. Muss noch mal kurz hier in den Optionen schauen. Bei den Eingabegeräten kurz gucken, dass er mein Gerät nimmt. Hab übrigens als Lenkrad ein Logitech Driving Force GT. Das habe ich, glaube ich, schon fast kaputt gespielt. Da ist es auch. Ich glaube,
glaube, ich werde mir bald mal ein neueres holen, so ein G920 oder so. Mal schauen. Weil es auch recht laut ist von den Bewegungen her. Ich kriege das immer sehr gut runtergeblendet hier. So dass ihr das nicht hört. Aber irgendwie will das Ganze hier irgendwie nicht. So, D. Irgendwie ist meine Tastenbelegung weg von dem Lenkrad. So, starten wir mal den Motor. Keine Spiegel. Mal kurz Pause machen hier, damit die Zeit nicht weiterläuft. So, alles da, aber irgendwie will er wohl nicht. Warum auch immer. So. Lenkrad will irgendwie nicht. Ist denn das für ein Müll? Hätte ich vielleicht mal vorher testen sollen, das Ganze. Damit das vielleicht noch ein bisschen besser läuft. So, nochmal Tastatur. Ja, ist also okay. Eingabegeräte. Ne, ist alles da, du. Buttons sind da. Lenkbewegung. Wer reagiert auch, wie ihr seht? Ich lenke jetzt mal mit Lenkrad. Aha. So, gucken wir nochmal. Ah ja, okay. Ist dann irgendwie umgesprungen, warum auch immer. Und, das sieht gut aus und funktioniert alles. Habe ich jetzt soweit hinbekommen und gucken wir uns mal an das Ganze jetzt. Und dann können wir gleich loslegen, weil ich glaube, wir haben schon direkt Verspätung. Guck jetzt nochmal mit den Spiegeln hier, weil das scheint auch nicht zu klappen. Da müssen wir. Ja, voll Echtzeitreflexion. Partikelsystem. Mal auf ökonomisch stellen. Irgendwie. Nö. Immer noch keine. Keine Sachen. Nö. Ist hier kein Spiegel. Muss ich mal gucken, wie ich das noch hinbekomme mit dem Spiegel. Müssen wir mal schauen. So, dann müssen wir jetzt aber gleich trotzdem mal losfahren. Ich glaube, damit wir noch einigermaßen pünktlich sind. Gucken hier. Ach ja, hinten die Tür sollte man noch zumachen. Dann klappt das dann auch mit den Fahren, würde ich sagen. Und da fahren wir mal los. Auf geht's. Da oben steht's. Oben links. Erste Tour. Als neuer Busbetriebsbesitzer auf der Linie 106 von Fellstraße nach Bohrwerk oder Bohrweg, glaube ich, war es. So, jetzt müssen wir halt ein bisschen hier hin und her schalten. Weil das alles nicht so klappt, wie ich möchte. So, auf zur ersten Haltestelle. Ich glaube, der Umgebungston ist ein bisschen hoch. Ich werde den mal ein bisschen runtersetzen. In meinem Aufnahmeprogramm. Damit ihr mich auch weiterhin hört. Denn ansonsten sind die Umgebungstöne viel, viel zu laut, glaube ich. Ach, da haben wir auch einen Fahrradfahrer. Direkt. Und da kommen auch schon die ersten Fahrgäste rein. Lassen wir sie mal rein. Hallo?
Hallo. Naja, Heizung gibt's nicht. Jo, Großbereich. 13. Ja, jetzt habe ich wieder diese komische Belegung hier. So. So. Irgendwie die Heizung mal gucken. Ach, drehen wir das Ding mal auf hier. Gucken in der Hoffnung, dass es mal so ein bisschen warm wird. Keine Ahnung, was man hier einstellt. Also von mir aus sollen die Leute frieren. Beschweren die sich halt ein bisschen. So, los geht's. Das Gute auf jeden Fall hier an der Minimap ist, dass man sehen kann, wo man hin muss. Zeige ich die Haltestellen allen. Das passt nicht immer, da muss man ab und zu mal ein bisschen schauen. Um zu gucken, ob es passt. Ich fahre jetzt einfach mal ein bisschen hier im Blindflug. In der Hoffnung, dass das Ganze dann auch hier soweit funktioniert. Bisher noch keine Ansagen gehört. Ich weiß gar nicht, ich muss gleich mal gucken, woran das liegt. Hallo. Hallo. Guten Abend. Moin, moin. Alle rennen hier. Immer noch kein Spiegel hier. Komisch. Weiß echt nicht, woran das liegt. Vielleicht nochmal kurz Pause. Mal gucken hier. Grafik. Okay. Auch alles eingestellt soweit. Keine Ahnung jetzt. Stellen wir mal wieder auf voll. Grafik erweitert. Nö. Irgendwie immer noch nicht. Naja, muss ich mal schauen. Deswegen hoffe ich mal, dass das jetzt soweit passt hier. So, weiter geht's. Jetzt haben wir auch Ansagen. Muss ich mal in der Hauptdatei gucken, warum die ersten beiden nicht angesagt wurden, aber jetzt scheint es zu funktionieren. Ja, wie gesagt, ist quasi die Jungfernfahrt für unser Verkehrsbetrieb. Verkehrbetrieb Homa oder Homa Verkehrbetrieb. Ja, müssen mal gucken, dass wir das Geld reinholen, damit wir die Karte und Konzession behalten können. Bus ist bezahlt, Kredit müssen wir auch abbezahlen. Ich denke,
ist auch vielleicht mal ganz interessant, auch für euch letztendlich, mal ein bisschen Abwechslung mit drin. Mal gucken, wie ich nachher in der Auswertung ja, auffallen werde. Na, bin mal echt gespannt. Und ja, hoffe, die Videos finden auch Zuspruch. Guck nochmal, dass ich vielleicht am 17. nochmal ein Video produziere. Vielleicht nochmal ein aktuelleres. Mit einer anderen Linie. Aber wie gesagt, da muss ich schauen, wie das zeitlich passt. Weil über Weihnachten und jetzt die kommende Woche bin ich komplett nicht zu Hause und kann dann nicht aufzeichnen, rendern und so weiter. Also nichts nachbearbeiten und immer Lenkrad mitschleppen. Koffer schon voll genug. Ist, glaube ich, auch nicht so praktisch. Ne? Wenn es jetzt ein anderes Game wäre, wäre das, glaube ich, kein Thema. Aber ich sag mal, ja, das wird nix. Moin. Nabend. Nabend. Hallo. Kommen Sie rein. So, zu die Bude. Und weiter geht's im Text. Ja, warum fahren wir hier auf Hamburg? Hamburg finde ich aktuell so, was die Anzahl der Linien. Gut, es sind nicht so viele Linien wie auf anderen Maps. Krefrath wäre vielleicht auch noch eine Option. Können wir uns ja auch noch mit dazu holen als Karte. Oder auch die ein oder andere Karte, die es auch noch gibt. Allheim-Laurenzbach wäre vielleicht noch eine Variante. Metropole Ruhr vielleicht. Müssen wir mal schauen. Auf jeden Fall gibt es da viele, viele Auswahlmöglichkeiten. Ihr habt ja in dem letzten Video gesehen, wie viele Karten mittlerweile hier in den, ich nenne die mal BBS, also den Busbetriebssimulator, ne? Nicht BBS Leichtmetallfelgen, ne? Nicht verwechseln, die in den BBS mittlerweile integriert sind. Und da müssen wir mal gucken. Wie gesagt, werde auch gucken, dass ich ja, viel fahre, hoffe auch auf eure Mithilfe, dass ihr natürlich auch fahrt und auch ja, Geld einbringt für das Unternehmen. Ne, ist jetzt hier keine super Pflichtveranstaltung, aber über den einen oder anderen, der jetzt hier dran teilnehmen möchte, würde ich mich natürlich freuen. Und das macht das Ganze dann auch ein bisschen interessanter. Da kann man dann vielleicht auch mal überlegen, einen Livestream zu machen, denn eine schnellere Leitung ist geordert. Ne, bedeutet, dass es dann auch zukünftig möglich ist, ne, dass ich auch Livestreams mache. Und Anfang des Jahres, vielleicht kann man da mal irgendwie so eine Leitstellenfahrt machen oder halt Community-Event hier jetzt im BBS. Ne, also für all die, die Interesse haben, einfach eine E-Mail schicken oder mir eine Nachricht auf der YouTube-Seite hinterlassen, in den Kommentaren einpflegen und so weiter. Fände ich auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Livestream ist auch mal was ganz anderes. TeamSpeak-Server ist vorhanden. Das heißt, da können wir dann euch auch hier zuschalten. Können dann gegenläufige Fahrpläne machen, eine Leitstellenfahrt mit vielen, vielen Usern und so weiter. Ne, sagt allen Bescheid, den Leuten, die ihr kennt, die da Bock drauf haben. Und Anfang des neuen Jahres werden wir das Ganze dann in Angriff nehmen. Werde ich dann auf der Homepage, die ja bald erscheinen wird, oder die ich gerade am Vorbereiten bin, dann natürlich auch nochmal hinterlegen. Und ja, einmal Großbereich, ein Tagesticket. Ja. Ja, Sie bekommen gleich Ihr Ticket. Alles gut. Das ist jetzt aber zu wenig, ne?
Ist mir schon klar, junge Frau. Können Sie das bitte nochmal nachrechnen? Ich glaube, das stimmt so nicht. Doch, stimmt. So, ja, auf jeden Fall Leitstellenfahrt wäre eine coole Sache. Müssen sich bloß ein paar Leute finden, die das Ganze dann mitmachen. Über Karten und so weiter kann man sich ja dann auch nochmal unterhalten. Schön finde ich natürlich, wenn auch alle hier in dem Busbetrieb hier mit dran wirken würden. Und da bringt es uns allen was. Das heißt, wir haben jede Menge Fun. Und ihr habt letztendlich auch ein bisschen was davon. Ne? Und ja. Gib das mal weiter an Freunde, Bekannte, Freunde, die Freunde kennen und Freunde von Freunden oder die gerne um sie spielen, wie auch immer. Freue mich da auf jeden Fall auf euren Zuspruch, sagen wir mal so. Gucken wir nochmal jetzt hier wegen den komischen, wie heißt jetzt hier, sag schnell, Spiegel. Komisch alles. Wir sind jetzt hier am Weddingsmarkt, da die U-Bahn dort oben und, ach, kann doch nicht sein, ey, woran liegt denn der Scheiß jetzt hier? Versuchen hier die Effekte mal auszublenden. Ne, immer noch kein Effekt. Können wir wieder einblenden. Was war das denn nochmal? Irgendwas? Ne, Entfernungsdetails kann es auch nicht sein. Night Bumping Map. Ach hier, die Texturengröße, glaube ich, war es. Ach, ich glaube, ich hab's. Was kommt jetzt für eine Meldung? Ach ja, im Hintergrund. So, mal gucken, ob es dann funktioniert. Ne, scheint immer noch nicht zu funktionieren. Machen wir mal Vollanzeige. Naja, mal gucken, vielleicht braucht er ja erst ein bisschen, bis er mal die Kachel nachlädt. Naja, wenn nicht, dann habe ich das auf jeden Fall bis zur nächsten Folge gefixt. Ja, ich glaube, das war rot. Linksabbiegerpfeil war nicht grün. Aber wir fahren einfach trotzdem mal, ne? Wir können uns ja hier. Wir können ja hier warten, ne? Natürlich, wenn ihr auch irgendwelche Karten mal sehen wollt, dass ich die für euch fahre, mit speziellen Bus. Wenn ihr auch selber Karten habt, wo ihr sagt, da möchte ich gerne mal ein Video von sehen oder. Ich wünsche mir halt ein Video dazu oder ich wünsche, dass du mit auf der und der Karte mit dem und dem Bus fährst. Alles kein Ding. Schreib das in den Kommentaren. Oder machen halt ein Live-Event draus. Ne? Also sprich per Livestream. Ne? Aber wie gesagt, Livestreams erst ab dem kommenden Jahr. Da habe ich dann eine, ja, sagen wir mal, Highspeed, Gigabit-Leitung mit keine Ahnung was. Ich glaube 500 Mbit oder irgendwie sowas. Und da funktioniert das Ganze auch, weil mit der Leitung jetzt hier, weil die halt gering im Upload ist, ist es aktuell leider nicht möglich, Livestream zu starten. Ne? Ja, ja, ist gut. Hört auf zu meckern, ihr könnt alle aussteigen. Hallo. Ich muss mal dir den Kurzsauer mal reinpacken. Ich glaube, das wird ganz lustig. Mal schauen.
dass wir das irgendwie noch mit reinbringen. Weil ich finde diese Stimmen jetzt hier eher suboptimal. Ne, die Karte. Kommt nichts dran. Sehr geile Karte. Genau wie Bremen Nord. Sehr hoher Detailfaktor. Man erkennt auf jeden Fall die einzelnen Stadtteile, die einzelnen Straßen, links, rechts, die Läden und so weiter. Kommen jetzt hier Richtung Hafen. Und, beziehungsweise, ach, Hafen. Schwachsinn. Rathaus, Markt, so rum. So, dann gucken wir gleich mal. Oh, jetzt wird's voll hier. 13 Grad im Bus, das passt. Hallo. Guten Abend. Eine Tigerkarte ist da. Bitte. Will du bitte das Licht anmachen? Alba Nahbereich, kommt sofort. Nabend, einmal Großbereich. Nabend, junge Frau. Kommen Sie rein. Gucken Sie raus. Ja. Huhu. Ah. Siehe da. Der Spiegel ist da. Sehr gut. Spiegeltexturen. Lach wohl an der Texturengröße. Ich glaube 2048 macht er nicht. Muss da auch einen kleinen Tipp. Immer 1024 einstellen. Das können viele Sachen mal um sie sein. Wisst ihr ja selber. Woran das Ganze liegen kann, dass irgendwelche gewissen Dinge nicht funktionieren, ist immer so eine Einstellungssache. Hab neuen Rechner, hab alles neu gemacht. BBS, wie gesagt, bisher noch nicht gespielt. Deswegen auch nicht vorher getestet. Ne? So. Gerhard Hauptmannplatz. Hallo. Hallo. Moin. Ja, moin. Einmal Großbereich. Einmal Großbereich, 3,10. 1,90 zurück. Bitteschön. Moin, moin. Ja, es kam auch wieder ein neuer Patch raus, und zwar für Bremen Nord. Hatte ich bisher noch keine Zeit, mir den anzugucken. Muss ich mal schauen. Die meisten hatten sich jetzt eher Hamburg Hafen City gewünscht. Deswegen hatte ich auch jetzt Hamburg Hafen City mich entschieden, auch in unserem Busbetrieb. Ich werde auch nicht alle Folgen hier, sagen wir mal, alle jeden Tag eine Folge hier bringen. Ich werde auch mal so ein bisschen offline fahren, ein bisschen Geld erwirtschaften und so weiter. Aber ihr bekommt bis zum, lass mich mal kurz überlegen, die Folge kam am, warte mal, der Busbetriebssimulator kam am Samstag, genau. Das heißt, am Montag bekommt ihr dann diese Folge hier zu sehen. Am Mittwoch dann eine weitere. Und am Freitag die vorerst letzte Folge vor den Feiertagen. Vielleicht schaffe ich es noch am ersten Weihnachtstag vielleicht noch eine Folge reinzuschieben. Beziehungsweise am Heiligabend. Weiß ich noch nicht, kann ich euch nicht versprechen. Deswegen nagelt mich nicht fest. Neue Videos auch wieder hier auf dem Kanal hier. So Pi mal Daumen. Ich bin so ab dem 28. wahrscheinlich wieder zurück. Müsste mal gucken. So 29. 30. rum werden neue kommen. Die werde ich dann auch versuchen, tagesaktuell zu machen. Alle zwei Tage dann auch eine Folge. Oder täglich, müssen wir mal gucken. Ihr habt ja bestimmt auch mitbekommen, dass der Channel sich um ein weiteres Spiel erweitert hat. Und bin auf jeden Fall nicht so viel unterwegs wie jetzt noch, die nächste Woche, sondern das passt dann auch ganz gut, sodass ich dann immer alle zwei Tage auch eine aktuelle Folge mit dem aktuellen Stand, ein paar Statistiken mal zum Busbetrieb, wie viel haben wir eingenommen, wie viel haben wir bewirtschaftet,
ist vielleicht ein neuer Bus drin und so weiter. Mit den Dingen können wir uns dann nach und nach beschäftigen. Ja. So, die ist grün. Rüber hier. Ja, mit Spiegel macht das mehr Sinn zu fahren, weil alles andere ist ein Blindflug. So. Schön. Einmal Großbereich. Hallo. 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 Moin, moin. Moin. Einmal Ticket für den Großbereich. Einmal Ticket Großbereich. Dort links den Hauptbahnhof kurz gesehen. Nächste Haltestelle, Gulitstraße. Gulitstraße, nächster Halt. Da ein Kollege mit der 37. Ich habe schon Schulbus gelesen. Schnellbus. Nach Bremfelder Dorfstraße. Das heißt, der hält nicht überall. Den können wir, glaube ich, hier nicht fahren auf der Linie. Ich glaube, hier die 6, 111, 109, 56. Gucken wir mal. Werde dann auch mal ein längeres Video hier starten. Und zwar dann auch mal eine Schicht übernehmen mit der dementsprechenden, ja, sagen wir mal, mit dem Einrücker, beziehungsweise Ausrücker letztendlich, und dann mal so 4-5 Stunden Video machen, wo ich dann mal so eine Schicht eines Busfahrers so ein bisschen darstelle. Auch hier, wenn ihr irgendwelche speziellen Linien haben wollt, eine spezielle Linienfolge und so weiter, einfach in den Kommentaren schreiben, sodass ich das auf jeden Fall auch berücksichtigen kann. Ne, da will keiner rein. So. Ja, können wir gleich weiterfahren. So, Yodafone rechts, Balsa Coffee, ein bisschen Gas geben hier, jetzt sind wir gleich am Krankenhaus. Grüne Welle heute hier. Kurz nach 8. Knapp Viertelstunde Fahrt haben wir noch vor uns. Vorne wieder Fahrradfahrer, da müssen wir aufpassen, dass wir nicht platt fahren. Jo. Aber die fahren oben auf den Gehweg. So, jetzt wird's voll. Auch nicht, weil der Bus schon voll ist, sich gerade. Ja, steigt leider keiner mehr ein. Ich habe noch eine Minute Zeit. Ich bin gut in der Zeit. Was ist denn hier los? Auf der rechten Seite auf jeden Fall war gerade das Krankenhaus zu sehen. Ja, lässt mich jetzt hier durch. Ja, lässt da. Toll, dass er da parkt. Ja.
Ich mag den Bus, diese schönen Geräusche. Na, wartet der? Ja. Können wir durchfahren? Als kleinen Tipp, wenn ihr mal fahrt, hier bei Omsi, habt ihr das Problem, dass wenn ihr abbiegt oder euch die Autos schneiden, lasst den Blinker am besten, wenn ihr rausfahrt, lange an und wechselt nicht den Blinker, während ihr auf einer Kreuzung drauf fahrt. Ja, das ist so als kleinen Tipp. Das läuft dann besser mit der KI, wobei das nicht grundsätzlich ist. Ne? Bei langen Bussen ist das sowieso immer was Spezielles. Da muss man dann immer noch mal schauen, wie man das dann direkt einstellt. Sind wir fast da? Gut, 10 Minuten Fahrt haben wir noch. 10 Minuten, 12 Minuten. Unsburger Brücke sind wir jetzt. Die Linie bin ich, wie gesagt, noch nicht so häufig gefahren. Deswegen werde ich mich da nochmal schlau machen. Und auch was die ganzen zusätzlichen... Ah, grüner Pfeil. Da haben wir einen Volvo, mein Lieblingsbus. In der langen Version, den 7900er. LH war es. Hybrid. Den werden wir uns natürlich auch noch zulegen. Deswegen, wenn ich hier aktuell noch nicht viel zu der Karte sage, ist es einfach des Grundes wegen, da ich mich bisher mit den einzelnen Stadtteilen und so weiter noch nicht beschäftigt habe, kommt aber, kann ich euch versprechen, in den kommenden Videos. Wenn ihr sagt, fahr da und da die Linie, achte mal da und da drauf, gucke ich da gerne mal rein. Ganz schön eng hier. Muss man aufpassen mit den parkenden Autos. Kollision natürlich jetzt an hier, ne? Also, das heißt, wenn ich was kaputt fahre, muss ich es auch selber reparieren. 45 Leute im Bus. Vorhin war er voll. Jetzt werden wahrscheinlich gleich wieder ein paar Leute einsteigen. Ich weiß auch gar nicht, ob man hier mit der Langvariante normalerweise fährt. Könnt ihr mal einen Kommentar reinsetzen. Ja, da wäre ich beinahe vorbeigefahren. Aber noch rechtzeitig gemerkt. Hallo. Guten Abend. Moin, moin. Und wieder ein Fahrradfahrer. So. Da vorne parkt ein Postauto, wie ihr seht. Das ist auch ein cooles Feature. Die fahren dann auch mal wieder los. Oder auch Taxis halten hier in zweiter Reihe. Das ist echt nicht schlecht. Hallo. So, achtet mal auf den Taxiwagen da vorne. Jetzt blinkt er links und dann fährt er los. Ja, das ist echt cool.
So, da ist er, der Postwagen. DHL. Express natürlich. Und auf der anderen Seite haben wir noch einen. Also auch das mit den Autos gefällt mir, dieser Mix. Mit den Fahrrädern ist auch ganz nett. Und auch mit den Fahrradwegen, da muss man echt aufpassen. Einmal Nahbereich 210, junge Frau. Jo, 92 zurück. Jo, 1120. Moin. Hallo. So, Bus wird ein bisschen leerer. 40 Personen jetzt noch im Bus. War natürlich grün, ne? Oha, jetzt wird's voll, würde ich sagen. Jetzt ein paar aussteigen lassen. So, Nabend. Ja, Christe. Nabend, Nabend. Bus fast wieder voll. 43 Leute im Bus. Und, so, jetzt 15, Gertigstraße, 19. Oh, wir haben 4 Minuten. 4 Minuten sind wir zu früh. Aha. Ah, ich habe auch gleich die Karte reingeschoben, sehe ich gerade. Ihr Code bitte. Muss ich das jetzt nochmal einstellen oder wie? Auf jeden Fall haben wir jetzt erstmal genug Zeit. Ich glaube, ich muss die Linie nochmal einstellen. Mein Bus auf jeden Fall gerammelte voll. Sieht man nochmal schön von außen. Ja, die Texturen sind nicht so scharf bei dem Bus, aber. Oder bei dem Repaint, sorry, nicht beim Bus. Stellen wir mal ein bisschen die Zeit vor. Also eine Minute. Dann haben wir noch ein bisschen Zeit. Fahren jetzt mal vor hier. Und zur nächsten Haltestelle. Zu Goldbeckstraße. Stellen wir gleich mal einen Code. Ich glaube 1, 2, 3, 4 war es. 1506. So, der lässt eine nette Dame vorbei. Jetzt geht's weiter. Schöne E-Klasse. Mercedes. Ja, der Bus gefällt mir echt sehr gut. Hört sich echt sehr, sehr gut an, auch mit den Fahrgeräuschen und so weiter. Echt eine coole Sache. Ja, kriegen wir noch. Bevor die Dame da rumgeht. Müssen wir mal. Oh, jetzt wird's eng. Jetzt wird's eng. Obwohl, ach, da passt ein LKW zwischen. Ja, das mit den Nummernschildern haben sie immer noch nicht gefixt hier. Ist so eine Kleinigkeit, die dort. Ja, so kleine Feinheiten, ne? Worauf man normaler gar nicht achtet. So. Jetzt stellen wir es nochmal ein. Rück bitte Ihre Code. Was? 1, 2, 3, 4.
Falsch. Toll. 1506 nehmen wir mal. Jo. Ja. Einer Betrag auf 0 setzen. Na ja, komm, mach. Mach auf 0. Oder? Egal. So, Dienstnummer bestätigen, Umlauf. Jo. Na, ah, jetzt passt's wieder. Ah. So, jetzt haben wir alles richtig eingestellt hier. In der Hoffnung, dass es funktioniert. Aber die Zeitanzeige oben läuft irgendwie immer noch nicht. So, weit ist nicht mehr. Dann sind wir dann jetzt gleich bald da. Hier muss ich mal kurz rechts rein, damit ich den durchfahren lassen kann. So. Ist auch schön eng hier. Da ist die Gegenrichtung, die 6 Richtung Feldstraße. Jo. So, und jetzt geht's links Richtung Semperstraße und dann sind wir auch gleich schon da. Echt grüne Welle heute hier. Alles grün. Dat Bacchus. Ich denke mal, jetzt werden nach und nach die ganzen Leute aussteigen. Weil wir sind ja fast an der Endhaltestelle, Bohrweg. So. Geradezu und dann gleich halb rechts. So, da sind wir auch schon wieder fast am Ende unserer Fahrt. Lassen wir erstmal alle aussteigen. So. Logo mal einblenden hier. Beziehungsweise muss man überlegen, wenn ihr einen Tipp habt für ein Logo, lasst es mich gerne wissen. Weil ich denke mal, irgendwann könnte mein Gesicht nicht mehr sehen, dass ich durchaus verstehen kann. Obwohl das auch mit viel Liebe gemacht wurde, aber vielleicht habt ihr eine Idee, ne, fürs Verkehrsunternehmen hier ein anderes Logo dort anzeigen zu lassen. Und ja, wie immer, wenn euch die Folge gefallen hat, natürlich lasst ein Abo da oder einen Kommentar. Über einen Daumen freue ich mich auch. Über Kritiken, Anregungen, Wünsche oder auch Lob bin ich natürlich gerne immer offen für alles, was in die Richtung geht. Ne, kritikfähig, kenne ich voller Arbeit, bin ich definitiv. das heißt, wenn ihr sagt, ja, der brabbelt mir zu viel, der hat keine Ahnung oder wie auch immer, wichtig ist, sie muss konstruktiv sein, die Kritik. Ne, ich sag mal, Beleidigungen und so weiter werde ich direkt löschen, mache ich auch keine Feinde und auch keine Gefangenen mit. Ne, wichtig ist, ich nehme alles ernst, was ihr mir mitgebt. Ich werde auch das ein oder andere berücksichtigen. Ne? Wichtig seht, dass ihr als ein Hobby, ich lasse euch teilhaben, dass ihr die Videos sehen könnt. Ne? Und ich hoffe, ihr habt Spaß daran. Ja, wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Abo da. Und ich würde sagen, wir machen jetzt gleich mal die Auswertung und gucken uns das gleich mal gemeinsam nochmal an. Und lassen wir erstmal kurz alle aussteigen hier. Stimmt, die Auswertung wollten wir auch noch sehen.
Jetzt müssen wir einmal vorbei und dann einmal, glaube ich, links rum und dann vor bis zur Ankunft. Ich fahre jetzt hier einfach mal durch. Freie Fahrt für freie Busfahrer. Ah, das passt wohl. Ja, sieht gut aus. Also kein Unfall gebaut, kein Fahrradfahrer überfahren, kein Menschen angefahren, keine Beule drin in der Karre. Also alles gut. So, ein bisschen zu früh. Ja, Fahrplan fast eingehalten. Dann klickt man hier auf Fahrt abschließen. So, alle Haltestellen. Ja gut, verfrüht zwei Stück, deswegen nur die 90%. Nix Verkehrsunfälle, keine Fahrerflucht, 100%. Gefahrenstrecke 9,3 Kilometer, 11 verkaufte Tickets zum Fuffi fast eingenommen. Und ja, Fahrgastkomfort, da muss ich noch ein bisschen dran arbeiten. Das kriege ich noch irgendwie hin. Aber trotzdem, Lizenz wurde erteilt, das heißt, Prüfung bestanden. So, 714 für den Betrieb, für mich. Also Gewinn abzüglich Steuern und so weiter, 571. Habe natürlich auch Geld dafür bekommen. So, und jetzt landen wir gleich wieder beim Busbetriebssimulator im Menü. Kann sein, dass ich da mal mit. Ich glaube, ich muss mit Alt-Tab wieder rein. Müssen wir mal gucken hier. Na, wo ist es denn? Wollen wir gleich mal schauen. Er will gerade nicht. So. Springen wir da mal rein. So, da lädt er wieder. Also erste Jungfernfahrt überstanden, heile Prüfungen alle bestanden, keinerlei Unfälle gebaut, Bus ist heile, alles gut. Ne? Bedanke mich wie immer für eure Aufmerksamkeit. Ne? Freue mich auf jeden Fall, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. In dem Sinne, bye bye, tschüss, tschö, ciao, ciao, euer Hummer. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.